Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. So, wir sind hier auf Schatzsuche und haben schon zweimal Fails bekommen. Einmal eine rostige Gabel und einmal einen Handspiegel, und das müssen wir jetzt wieder zurück und Bericht erstatten. Ne? Bin aber gerade am Überlegen, ob es sinnvoll wäre, die Gegner hier auf dem Weg schon auszuschalten. Wir haben eh gespeichert. Ich würde es ehrlich gesagt gern probieren, weil es sind unter Anführungszeichen nur Schergen und Skelette, und da könnte man tatsächlich ein Glück haben. Ah, ich sehe gerade. Da kommt ein Teufelshund. Ich muss weg. Okay, so viel dazu. Jetzt sind es halt schon drei Gegner. Ja. Das könnte jetzt unter Umständen zu viel sein. Eh klar. Okay, das eine Skelett scheint buggy zu sein. Das ist bei uns zum Glück. Au. Au. Du Sauthöhle. Ja, der ist mal weg. Weil Erfahrungspunkte und so wären ja auch nicht schlecht. Aber ich sehe gerade da hinten... müssen wir aufpassen. Da hinten ist ein Schattenlord. Und die sollten wir eventuell nicht pullen. Das wäre, glaube ich, unser Todesurteil. So schnell kann ich gar nicht schauen. Sind wir, glaube ich, im Arsch. So. Aber solche Skelettmonster können wir ohne weiteres umhauen. Das sollte machbar sein. So. Der hat nichts. Passt. Das wäre auch schon wieder speicherungswürdig. Ich werde jetzt aber... Soll ich gleich Reserve 2 machen? Ich möchte gern deshalb einen neuen Spielstand machen. Warte. Wegen den Aufnahmen. Für den Fall, dass irgendwas kaputt gegangen sein sollte bei den Aufnahmen, kann ich von Aufnahme zu Aufnahme switchen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist bei mir immer so ein Spielstand. Und ja, mal schauen. Ob das eine gute Idee war oder nicht. Oh, oder nicht. Ich wollte ihn da drüben jetzt ausweichen. Schwitz, schwitz. Aha, davon haben wir einen fetten Mulli. Den möchte ich eventuell nicht pullen. Oh. So. Sautöle. Ich hoffe, das Viech da drin kommt nicht. Au! Es ist schon gut, ey. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Alter. Ja, ja. Ich komme nicht einmal zum Schlagen, ey. Alter! Tritt mir nicht in das Saufich Richtung drüber. Umi, da. Weg da. Alter, Alter, Alter. Der ist einmal hin. Boah, den fetten da drüben Bull ist Geschichte. Alter. Danke fürs Heilen. Puh. Au. Da hinten ist noch einer. Der ist ja schon bald hin. Geh sterben jetzt mal. Da, der ist auch hin. Alter. Du bist ein Saufiech, weißt du das? Geh sterben. Das ist halt, wenn man zu gierig ist mit den Erfahrungspunkten, ne? Dann muss man halt schon mal bluten dafür. So. Was? Das kann... Ach. Mulli kommt, Fetti kommt. Geh weg, geh weg, geh weg. Da ist ja gerade den Pulmer. Alter Schwede. So, wie gesagt, ich möchte gern den Weg ein bisschen freiräumen hier schon. Weil später werden dann höchstwahrscheinlich andere Gegner spawnen. Alter. Bei uns, du darfst ruhig kämpfen. Das wäre mir sehr lieb. Alter. Töle. Elendige. Ach, vielleicht mache ich auch einen Fehler.
und hätte vielleicht warten sollen, bis wir vielleicht von den Schatten auch mal was looten können. Aber ehrlich gesagt, mir sind gerade Erfahrungspunkte lieber. Eben um Sachen lernen zu können. Ich möchte so schnell wie möglich stärker werden. Vor allem möchte ich dann auch genügend Ruhmpunkte haben, um Magie lernen zu können. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Sind wir da richtig? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder speichern. Wir haben ein kleines Rudel besiegt. So. Karte. Fast. Wir müssen irgendwie dahin. Da so. Da. Hilfe. Das ist so gemein, dass die Quest immer weg ist, ne? Das ist auch keine gute Idee. Das sind zwei Schergen. Da ist mit vorn, glaube ich, die Spinne lieber. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da leicht verkehrt. Aber ich glaube, wir müssen darüber. Rechts dann, ne? Au. So eine lästige Bones, du darfst ruhig draufhauen mal. Alter. Diese Spinnen, ne? Alter, Bones, hau mal. Jetzt steckt er die. Also heilen. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Sage ich nicht nein, aber du darfst doch gern draufschlagen. Alter. Alter. Geh ein. Alter. Ich hasse Insekten. Gut, ja. Ich hasse Insekten, ja. Das ist vor allem ein richtig schönes Exemplar, ja. Schön, toll. So. Ah, da ist er. Wir sind richtig. Schau, habe ich gewusst. Ja. So. Hey, du Trottel. Ich soll vielleicht nochmal speichern. Für den Fall, dass wir den Deppen gegen den Trottel kämpfen müssen. Ich habe einen Schatz, deinen Schatz gefunden. Ich habe deinen Schatz gefunden. Und? Spann mich nicht auf die Folter. Von wie viel Gold sprechen wir? 1000? 10.000? Jetzt sag schon. Ich glaube, es gibt gar keinen Schatz. Na, da war ein Spiegel drin. In der Truhe war nur ein Spiegel. Ein Spiegel? Das kann nicht sein. Du musst die falsche Truhe erwischt haben. Warum sollte mein Vater einen Spiegel vergraben? Er hat mir gesagt, er hat den größten Schatz versteckt, den ein Mensch je zu Gesicht kriegen kann. Er muss hier also irgendwo sein. Zur Not graben wir die komplette Insel um. Mir nach! Ja, hol den Schaufelbagger. Alter, kann man schon wieder speichern? Der wird uns hier noch umbringen. Ja, ja. Gleich am besten drei oder vier. Ja, ja, natürlich. Die Frauen werden dich... Ja, ja. Ja, da bin ich gerade sprachlos. Die Monster werden sich gleich um dich reißen, ja? Ja, ist schon soweit. Genau, allein. Mhm. Du und allein. Au! Bones, du darfst auch! Der Bones scherzt sich nicht. Ich hab keinen Bock. Also, mach mal selber, ne? Vielleicht heile ich dich, wenn ich Bock hab, aber so, ne. Ehrlich, also wirklich. Das muss jetzt nicht sein. Na, also. Pff, also, ohne Kaffee geht sowieso nichts. Ne. Na. Ne. Und ohne Rum schon gar nicht. Die hat wieder nichts, ne? Hat die irgendwas versteckt? Glaub nicht, ne? Wo ist er hin? Trottel? Da drüben ist er. Ja, stimmt. Danke fürs Erinnern. Gleich speichern wieder. So, ja. Ich werde die gleich hauen. Boah, aufpassen. Ist schon zu spät. Ich wollte gerade sagen, besser nicht alles pullen. Aber da war es schon zu spät. Au. Wow. Da muss ich gleich mal Stärkeres trinken. Wo ist er denn, du Hundsviech?
Alter, Alter, Alter! So, der ist mal erledigt. Au! So. Jetzt haben wir den platt. Dann haben wir wieder 4 Gegner erledigt. Was eh ein guter Schnitt ist. So. Tut mir leid, dass diese Schatzsuche so unerwartet lang ist. Aber was soll man machen? Das sind auch Erfahrungspunkte. Und wenn es wirklich so einen tollen Schatz gibt, wäre es gar nicht schlecht, das zu haben, glaube ich. Wow. Blocken. Blocken. Wow. Gut. Danke. Bei uns heil mich mal, bitte. Oder auch nicht. Scheiß Schatten. Das kann er echt. Das kann man gar nicht oft genug sagen, wirklich. Danke, Bones. Danke dir. Ich danke dir. So, passt, da haben wir nichts. Gleich wieder speichern, sofortigst. So. Bin so froh, dass wir Bones an unserer Seite haben, dass der heilen kann. Das ist echt nicht schlecht. Da sparen wir einen Haufen Ressourcen, nämlich. Ich bin mir sicher, hier ist der Schatz. Gold, Rubine, Edelsteine, das alles wird uns gehören. Also schnapp dir deine Schaufel und heb ein paar Löcher aus. Irgendwann stoßen wir schon noch auf die richtige Truhe. Ja, das führt zu nichts. Gib auf. Du willst den Schatz als... Was? Du willst den Schatz. Also willst du auch graben. Boah, Du willst den Schatz, also wirst du auch graben. Gib schon her die Schaufel. Ich zeig dir jetzt, wie ein echter Pirat das macht. Ja, bitte. Schon sehen. Ich finde den Schatz, bevor du bis 3 zählen kannst. 1, 2, 3. Verdammt. Ich buddel jetzt schon seit Stunden und habe nichts, aber auch rein gar nichts gefunden. Dabei hätte ich längst auf einen Berg voller Münzen stoßen müssen. Was du nicht sagst. Moment. Was? Was ist das? Eure Reise ist zu Ende. Mein Sohn hat versagt. Er hat meine Hinterlassenschaft nicht zu würdigen gewusst. Er wird mir ins Schattenreich folgen. Was? Was? Nein! Nun zu dir. Sag, hast du erkannt, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann? Erst sagst du mir, was mit Rosco passiert ist. Ich bin es selbst, das weite Meer. Ich will Gold und keine Rätsel. Puh. Was ist mit Rosco passiert? Erst sagst du mir, was mit Rosco passiert ist. Ich habe ihn in eine Welt geschickt, in der Gold keinen Wert besitzt. Dort wird er verstehen lernen, auf welchem Irrweg er sich befand. Doch meine Zeit hier ist begrenzt. Und es zieht mich zurück in meine Sphäre. Sage mir also, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann. Der größte Schatz, den ein Mensch jemals sehen kann. Ich bin es selbst. Das weite Meer. Streng gesehen ist man selber der größte Schatz auf der Welt. Aber das hört sich so ich-mäßig an. Ich würde sagen, das weite Meer. Das weite Meer? Nein. Wenn deine Lebenszeit abgelaufen ist, wirst du die Antwort kennen. Tatsächlich selber. Mensch. Ah, abgebrochen. Na, das will ich nicht. Hey, jetzt haben wir so hart gearbeitet, sicher nicht. Halt, so nicht. Stopp, so nicht. So nicht, auf keinen Fall. Also tatsächlich wir selber. Das wäre mir so, also ganz ehrlich, das ist mir so, ich wollte es nicht nehmen, weil mir das so ich-mäßig vorkommen ist, aber es stimmt schon, das eigene Leben ist eigentlich der größte Schatz, das Leben selbst, ne? Ich bin mir sicher. Ja, das überspringen wir schnell. Du selber gräbst. Das stimmt schon, ja, okay. Das lade ich. Da bin ich jetzt gemeint. Das ist mir wurscht. Das lade ich jetzt. Ja, bla bla, das kennen wir schon. So. Also, was ist mit Rosco passiert? Das werden wir nochmal machen. Und dann natürlich wir selber. Dann sind wir halt der Ich-Mensch. Ich bin es selbst.
Deine Antwort war weise. Der Spiegel zeigt unser Ebenbild. Und unsere Existenz ist wertvoller als jede Münze, die wir tragen können. Zum Dank will ich dir diesen Diamanten überreichen. Seine Reinheit soll dir ein Zeichen auf deinen Wegen sein. Leb wohl, Mensch. Oh Mann, was für eine Geschichte. So, Entschuldigung, aber das musste sein. Jetzt haben wir so hart dafür gearbeitet, das musste jetzt ein gutes Ende nehmen für uns. So. Sofort speichern, bevor ich wieder irgendeinen Scheiß mache. Jetzt kann ich mir aber auch trauen, einen schönen Spielstand zu nehmen. So. Ja, ist logisch, ne? Wir selber sind das größte Geschenk. Das Leben selbst ist das größte Geschenk. Mehr wert als jede Goldmünze, als jeder Reichtum, Gesundheit und das eigene Leben, natürlich. Entschuldigung, da musste ich kurz husten. Ja, dann hätten wir die Quest jetzt auch geschafft. Entschuldigung nochmal. Ich habe aber nach wie vor keinen Teleporter gefunden. Mir kommt es vor, als würde sie irgendwo summen. Ich muss mal kurz was... Na, das ist auch kein Anzeigen für einen Teleporter. Ich dachte, so ein Würfel, ne? Da hätten wir auch nochmal so einen Würfel. Das sind einfach nur diese Säulen, glaube ich, die aus dem Boden ragen. Jo! Wahrscheinlich werde ich irgendwann über das Portal drüber stolpern. Ganz unabsichtlich. Und ich mir denke, Alter, da war es doch die ganze Zeit. Ja, aber so wie es ausschaut, finde ich es leider nicht. Oh, was haben wir denn hier? Teleportstein. Dann muss es hier einen geben. Himmel, Arsch und Zwirn. Wenn wir schon wieder einen Teleportstein kriegen, es muss dann hier einen geben. Aber wo ist halt die Frage? Aua. Wo in drei Teufelsnamen könnte das sein? Gespeichert Hammer, falls wir jetzt einem Unhold über den Weg laufen. Dass ich denn als... Da drüben? Dass ich den als Papagei nicht gesehen habe, kann fast nicht sein, oder? Man hört's schon, ne? Hören kann man's ja. Dass da was sein soll. Die Frage ist halt, wo zum Donnerwetter nochmal? Ich würde lachen, wenn er jetzt da irgendwie aus irgendeinem Grund bei dem Schattenlord da hinten ist. Dann kann ich mich einmagerieren lassen. Ah, die Truhe wollte ich auch nochmal anschauen. Kriegen wir die auf? Na, 20. Hätten wir Diebstahl? Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Was hast du denn gepult? Na, Bones, bleib da. Er ist ein Pfosten. Haut einfach so mal ein Skelett um, ne? Ich hasse dich. Ich mach dich kaputt. So, ich bin schneller gewesen. Edgy Badge. Oh, den da müssen wir kaputt hauen. Ich möchte echt gern... Ich hätte wirklich gern den... Es hört sich schon stark nach einem Teleporter an hier. Ich hätte ihn schon gern... Ah, zack. Zack. Au.
Au! Mistviech. Ja, ja, ist schon fein. Ist schon gut, ist schon gut. Alter. Alter. Ja, ja. Zack. Zack. Alter. Bones, wie geht's dir? Alter, der war zu schnell. Wow. Alter. Ah, Bones hat ihn umgehauen. Das ist super. So, Bonesy. Au. Da, passt. Sehr gut. Sie hört sich halt echt so, so gemein an, ne? Dass wenn der jetzt irgendwo... jetzt dieser Teleport wäre, ne? Macht halt auch so komische Geräusche.